Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute erkläre ich die Ziffer, die auf dem Schutz stehen. Wir haben erstmal die Spulenanschlüsse A1 und A2. Diese A1 und A2 nennt man Spulenanschlüsse. A1 werden mit dem L1 L-positiv angeschlossen und A2 werden mit dem negativen N angeschlossen. Hier haben noch wir die Ordnungsziffer, das ist die Position dieser Kontakte und die Ordnung. Also Ordnungsziffer und Funktionsziffer. Funktionsziffer bezeichnen die Funktion dieser Kontakte, entweder normally closed oder normally open. Die normally closed auf Deutsch die Öffner. Das bedeutet, wenn die Spule anzieht, werden geöffnet. Und die Normally Open, das steht für Schließer. Das heißt, wenn die Spule anzieht, werden die mechanisch geschlossen. Das sind die Öffner und die Schließer. Man sieht hier, wie man das auf dem Bild erkennen kann, die verschiedene Nummerierung. Erstmal die Spuleanschlüsse, Ordnungsziffer und Funktionsziffer. Und wir haben die Funktionsabkürzung. Hier steht immer auf Englisch und nicht auf Deutsch. Wir haben, wenn man hier genau anguckt, in diesem Gerät, da gibt es die Schließer, Öffner, Öffner, Schließer. Wenn wir genau angucken hier, finden wir nur die Hilfskontakte. Das heißt, dass dieser Schutz ist Hilfsschutz und nicht Hauptschutz. Warum ist das nicht Hauptschutz? Weil wir hier die Hauptkontakte nicht sehen. Und ich hoffe, dass Sie jetzt nach diesem Video wissen, was sind die Kennzeichnungen, die auf dem Schutzgerät stehen. Was sind die Ordnungsziffer, was sind die Funktionsziffer und was sind die Funktionsabkürzungen. Wenn Fragen gibt, schreibt mir in den Kommentaren, wenn das Video euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Bis dann, tschüss.